Hast du dich wieder gefangen? Hallo? Bin ich wieder da? Oh. Okay. Ja, gut. Okay. Komplett rausgepflückt. Muss mir nachher Cookies holen, ey. Ich brauch Cookies. Cookie. Meine Güte. Ey. So, bitte bleib stabil, Internet. Bitte, 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 bitte. Warum ist halt wieder heute? Weißt du, die letzten paar Tage ging es jetzt die ganze Zeit und jetzt einfach wieder nicht. Naja. Lest es einfach alles nochmal vor. So ist ein Mann mit einer roten Nase. Ich weiß, wo der ist. Der ist auf dem Pappnasen-Stream. Discord. Da ist der Typ mit der roten Nase. Ja. Na gut, ich verrate dir ein Geheimnis. Aber wie das so mit Geheimnissen ist, sind sie geheim. Also, pst. Und da ist schon wieder rot. Okay, vergiss es. Heute wird nichts mehr. Muss ich damit leben. Er hat mich auf sein Schloss eingeladen. Ich wollte gerade die kühle Abendluft am Flussufer genießen. Also wie aus dem Nichts auf einmal vor mir stand. Ich fand ihn erst ein bisschen lächerlich mit seiner Karnevalsverkleidung und der roten Nase. Aber als wir ins Gespräch kamen, verstanden wir uns prächtig. Und am Ende lud er mich sogar zu seinem Bankett auf seinem Schloss ein. Er meinte, das Bankett werde im kleinen Rahmen stattfinden. Nur einige ausgewählte Freunde wolle er einladen. Ich fühle mich geehrt, dass er mich dazu einlädt. Aber wie gesagt, das alles muss unter uns bleiben. Oh, oh, okay. Ja, ich weiß ja nicht. Ich würde keinem Clown vertrauen. Clowns sind mir grundsätzlich suspekt. Do not trust Clowns. Alle Leute mit roter Nase kannst du nicht vertrauen. Die lügen doch nur. Ah ja. Oh. Kann ich irgendwo hier eigentlich die Kassatür-Sachen eintauschen? Ich weiß gar nicht mehr. Das sind Errungenschaften. Müsste ja dann da sein. Eine zweite Person finden. Und dann noch nach Neugridania gehen. Ah da! Nervöser Junge. Hi Kind! Hast du vielleicht den Clown gesehen? Ein Mann mit einer roten Nase? Nein, den habe ich nicht gesehen. Er hat mich auch nicht auf sein Schloss eingeladen, ehrlich! Ehrlich? Also gut. Ich habe ihn gesehen. Er sprach mich auf dem Heimweg an. Er sagte, dass er mir Süßigkeiten und Spielzeug geben würde, wenn ich ihn auf seinem Schloss besuche. Aber ich musste schwören, niemandem etwas davon zu erzählen. Bitte verrate ihm nicht, dass ich es dir gesagt habe. Kritisch. Die Eltern haben dem Kind nicht beigebracht, dass er nicht Fremden vertrauen soll, hä? Nicht gut. Gar nicht gut. Der klimpert da immer noch rum. Klimper, klimper. Kalimpa. Was? Okay, da ist noch einer. Es sind zwei Leute hier. Ah, vorne ist noch einer. Wer hat nicht schon von dem Mann mit der roten Nase gehört?
Hier in der Gegend ist ja alle Munde. Sag bloß, du willst ihn ebenfalls treffen. Zuerst bin ich aber dran, damit das klar ist. Oh, okay. Er soll unglaublich reich sein und auf der Suche nach Freunden, mit denen er sein Vermögen teilen kann. Ich will sein Freund werden. Oh. Okay. Der will Fame. Ich meine, der will Geld. Das sind wahre Freunde. Ja. Nicht. Fast. Almost. Jetzt fehlt da in der Ding noch einer. Hui. Da. Ein seltsam geschmückter Mann mit einer roten Nase? Sagt mir nichts. Aber ein Freund von mir meinte, ihm sei neulich ein merkwürdiger Mann aufgefallen. Er habe bunte Kleider getragen, ein bisschen wie ein Zirkusclown. Er soll ihn aber nur von hinten gesehen haben. Daher weiß ich nicht, ob es der Mann gewesen ist, den du suchst. Oh, okay. Dann gehen wir aber zurück. Jetzt bekomme ich einfach nur 20. Komme ich für 20 überhaupt was? Das wäre nochmal Klimpa. Dann gehen wir mal fragen. Hey! Nun bin ich aber gespannt. Hast du etwas in Erfahrung bringen können? Ja, anscheinend will der Kinder klauen. Er lockt die Leute mit süßen Versprechungen auf sein Schloss und gleichzeitig verlangt er von ihnen, Stillschweigen darüber zu bewahren. Ha! Ich wusste doch, dass an dem Kerl etwas faul ist. Meiner Nachforschung zufolge wurde der Mann mehrfach am Flussufer gesichtet. Wenn wir uns den Fluss näher auf die Lauer legen, taucht er bestimmt früher oder später auf. Vielleicht ist es jedoch besser, wenn du das übernimmst. Ich treibe mich auf der Suche nach Informationen schon seit einiger Zeit in der Stadt herum und es kann sein, dass ich dabei unbeabsichtigt seine Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Sicher ist sicher. Würdest du für mich diese Aufgabe übernehmen? Ich werde mich im Hintergrund halten, aber in deiner Nähe bleiben, um sofort zur Stelle sein zu können, falls dir Gefahr droht. Okay. Vielen Dank. Dann lass uns zum Flussufer bei der Gerbergilde aufbrechen. Okay. Na dann. Ich mag die alle schutzheiligen Musik. Dahin. Oh. Da stehe ich nun, im Regen. Ich wurde im Regen stehen gelassen. Guten Morgen, junger Mann. Nein, nicht dort. Hier bin ich. Tada! Nun guck doch nicht so ängstlich. Misstraust du mir etwa? Das macht mich jetzt aber traurig. Oh Gott. Deine äußere Erscheinung ist ziemlich ungewöhnlich. Soll ich auch immer, zum freundlich zu sein. Was? Gefall ich dir etwa nicht? Dabei trage ich meine beste Kleidung. Doch ich wollte mich ja vorstellen. Ich heiße Gevatter Pierrot und bin ein lustiger Clown. Hahaha. Okay. Und du? Wie heißt du, mein Lieber? Ja, ich heiße Kia. Hallo. Kia! Ich bin entzückt, deine Bekanntschaft zu machen. Jetzt, da wir uns Namen kennen, sind wir so etwas wie Freunde, nicht wahr? Also, ich weiß ja nicht. Meine Freunde sind auf meinem Schloss jederzeit willkommen. Bald findet ein kleines Festgelage statt. Ich darf doch hoffentlich mit deiner Anwesenheit rechnen. Psst, das muss aber unter uns bleiben. Du darfst niemandem von der Einladung erzählen, sonst. Ja, dir vertraue ich 100 Pro.
Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich treib doch bloß aber Späßchen. Oh Gott. Ich werde unter der Brücke auf gut Zwieselgrund auf dich warten, um dich zu meinem Schloss zu führen. Das wird lustig, sag ich dir. Okay. Warte halt unter der Brücke. Das ist gar nicht creepy. Der berühmt-berüchtigte Mann mit der roten Nase. Er ist also tatsächlich aufgetaucht. Was hat er dir gesagt? Hat er dich auf sein Schloss eingeladen? Ja. Dann stimmt es also, was die anderen uns erzählt haben. Das alles ist mir höchst suspekt. Was mag er bloß im Schilde führen? Ich fürchte, um das herauszufinden, bleibt uns nichts anderes übrig, als in die Nähe des vereinbarten Treffpunkts zu gehen und aus eigener Entfernung zu beobachten, was passiert. Wir müssen uns auf jeden Fall verhindern, dass er etwas Unrechtes tut. Geh bitte schon vor. Ich werde zuerst die Abenteuergilde Bericht erstatten und sehe dich dann später auf Gut Zwieselgrund. Okay. Können wir tun. Ich bin faul. Ja, ich ist faul. Oh, es ist schon wieder am Sterben. Geil. Und da ist wieder okay. Gut. Ah, ich hasse mein Internet so sehr. Es ist so scheiße. Warum muss es so ein Pup sein? Da vorne hin. Von hier aus ist ein Treffpunkt gut im Blick. Warte ab, was passiert. Sehr verehrte Damen und Herren, ich heiße euch in meinem bescheidenen Schloss herzlich willkommen. Das klingt vielleicht etwas zu formell. Meine Freunde, willkommen in meinem bescheidenen Stübchen. Schatzilein, machst du wieder Stimmübungen? Oh Gott. Oh boy, das Herr. Huch, ich habe dich gar nicht kommen hören. Warum bist du hier, mein Liebling? Ich hatte mir Sorgen um dich gemacht. Und der Kleine auch. Also haben wir beschlossen, dich zu suchen. Die Haare. Papa, Mama hat mir alles erzählt. Du hast haufenweise Leute eingeladen, die mit mir spielen und meine Freunde werden wollen. Hurra! Oh Gott. Ich freue mich so auf unsere Gäste. Es kommen doch hoffentlich haufenweise Leute, nicht wahr, Schatzilein? Natürlich, mein Liebling. Du kannst dich auf mich verlassen. Keine Antwort, nur im Geringsten, dass es für alle, die ihren Fuß in das Schloss setzen, kein Zurück mehr gibt. Süße, unschuldige Lämmer, wenn sie wüssten, dass ihnen bald die Seele aus dem Leib gesaugt werden wird. Und wenn wir genügend verängstigte Seelen gesammelt haben, werden wir unsere Kameraden herbeirufen, um über alle Stadtbewohner herzufallen und eine wahre Monsternacht abzuhalten. Monsternacht? Ui, das klingt lustig! Oh Gott, Kind. Das wird bestimmt ein Heidenspaß. Für mich ist es auch das erste Mal, daher kann ich es kaum erwarten. Die Gäste werden bald eintreffen. Schnell, kehrt zum Schloss zurück und wartet dort auf mich. Goodbye. Ist ja alles suspekt. Da di da di du, da di da di da du da. Hup, hup, hup. Hopp, hopp. Ich bin ein Bunny, ich hoppe. Hopp, 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 hopp. So. Hallo.
Erzähl schon, was ist vorgefallen? Ich wollte die Leute alle umbringen. Seelen aus dem Leitsauben, Monsternacht und die ganze Familie ist an diesem grausigen Plan beteiligt, sagst du? Wenigstens wissen wir jetzt Bescheid. Nur keine Panik. Die Abenteurergilde hat auf meinen Bericht hin in weiser Voraussicht einen Experten für merkwürdige Phänomene, Vorgänge entsandt, der uns bestimmt weiterhelfen kann. Mit seiner Unterstützung wird es uns bestimmt gelingen, den ruchlosen Plan zu vereiteln. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Dann stelle ich dir den Mann vor. Ja, bitte. Hallo. Darf ich vorstellen? Das ist Marke. Er erforscht okkulente Phänomene. Sehr erfreut. Kommen wir gleich zur Sache. Berichte mir alles, was du über den Fall weißt. Okay. Interessant. Steht in dem Buch, das ich gelesen habe, also die Wahrheit. Schrecklich. Aber auch schrecklich interessant. Verzeihung. Gestatte, dass ich euch ein wenig über diese Monsternacht erzähle. Alle Jahre zur Zeit von aller Schutzheiligen veranstalten die 12 Schutzheiligen jeden Abend im Himmel ein großes Bankett. Es wird gesungen, gegessen und getrunken. Nur Arbeiten ist nicht angesagt. Und so kommt es, dass ausgerechnet an aller Schutzheiligen der Schutz der Götter am schwächsten ist. Was einige Monster schamlos ausnutzen. In der sogenannten Monsternacht führt der große Kürbiskopf Scharen von Monstern durch die Stadt, die über die Bewohner herfallen und Chaos und Verwüstung anrichten. Die schrecklichsten Gräueltaten werden einem bestimmten Monster zugeschrieben. Genau, diesem Gevatter Pierrot, dem Clown des Todes. Ach so. Clown? Ich mag keinen Clown. Clown ist doof. Es heißt, wer in seine Fänge gerät, kehrt nicht mehr lebend zurück. Schrecklich, ich meine, einfach schrecklich, nicht wahr? Grauenhaft. Wenn das alles wahr ist, dann weiß ich nicht, wie wir die Bewohner schützen können. Gibt es denn gar nichts, womit man den Monster beikommt? Ich bin froh, dass du das Thema ansprichst, denn ich habe eine erfreuliche Antwort auf deine Fragen. Ah? Voila! Die Monsterschrecklaterne und das Seelenfängerwasser. Diese beiden Produkte habe ich höchstpersönlich entwickelt, indem ich alte Schriften zur Monsternacht akribisch analysiert und eine Theorie zu den Schwächen der Monster erstellt habe. Die Monsterschrecklaterne macht sich die Anfälligkeit von Monster für bestimmte Lichtwellenlängen zunutze. Mit dem Seelenfängerwasser verhindert man nicht nur, dass einem die Seele aus dem Leid gerissen wird, sondern es vermag auch bereits gestohlene Seelen wieder in den ursprünglichen Körper zurückzuführen. Ich kann es kaum erwarten, dass meine Produkte endlich an wahren Monstern getestet werden. Die Blicke sind super. Moment. Soll das heißen, sie wurden noch nie einem Praxistest unterzogen? Naja, wir haben keine Wahl. Ich meine, ich bin zu Recht zuversichtlich, dass ihre Wirksamkeit anbelangt. Außerdem dürfen wir in Zeiten der Not nicht allzu wählerisch sein. Und Risiko ist schließlich Teil deines Berufs als Abenteurer, nicht wahr? Ja. Dann bitte ich dich, mit der Laterne und dem Wasser ausgestattet, das Schloss zu stürmen. Ich werde unterdessen versuchen, die Gridania davon abzuhalten, der Einladung des Mannes mit der roten Nase zufolge zu leisten. Ach ja, da wäre noch eine Sache. Es scheint bei Monstern eine seltsame Brauch zu geben, Gäste mit einem Keks in der Form eines Kürbisses zu beschenken. Falls du die ganze Sache unbeschadet überstehst, zeig mir doch bitte hinterher den Kürbiskeks, ja? Okay, zeig dir den Kürbiskeks. Sure. Hier hast du eine Kontaktperle, damit ich dich weiterhin unterstützen kann, wenn du den Ort des Grauens erst einmal betreten hast. Danke. Bei Fragen, vor allem zu meinen Produkten, zögere nicht, mich anzurufen.
Dann warte ich auf deine Rückkehr vor Miketos Amphitheater. Pass auf dich auf. Okay. Jetzt wird's lustig. Das wird schon. Was wird schon? Es wird schon. Alles wird schon. So. Wupp. Wupp. Hallo, Gevatter Piero. Ja, mein Lieber, entschuldige, dass alles ein bisschen länger gedauert hat. Bist du bereit? Prima, dann sprich bitte den Gauklerführer an. Er wird dir den Weg weisen. Okay. Du hast nun Zugang zu der saisonalen Instanz Lustiges Bankett erhalten. Oh ja, toll. Das ist bestimmt lustig. Yay. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Wollt ihr an Festgelage teilnehmen? Ja. Ja. Das ist super. Warum habe ich jetzt wieder kalt? Ah, das kann ich nicht entscheiden. Ich bin die ganze Zeit warm oder kalt. Ist doof, mag ich nicht. So. Was? Suchkriterien? Wär's? Ah, warte, ich wollte noch Dingsumstellen, ne? Ich wollte noch gucken, wegen. Ist das, wo ist das Charakter? Nee, das ist System. Bereits gesehene Cutscenes ausstellen. Wo ist das? Irgendwo. Ups, ja gut. Machen wir später. Machen wir erstmal Halloween. Ich meine, aller Schutzheiligen. Ich liebe die Musik, sie ist so gut. Das ist super. Ah! Hihi, weggelichtet. Ah! Plop. Es geht da lang. Warum? Ich finde es lustig, wenn ich mit dem Pflänzchen vorrenne. Oh, oh, oh. Hey. Ihr wirft halt alle drauf. Latsch. Hier ist schon ein richtiger Weg. Was ich übrigens auch mega cute finde. Wenn man die Map anguckt. Die Map ist adorable. Ich finde es das cute, dass die Map einfach auch so Halloween-mäßig ist. Jupp. Mal dahin. So, das ist, ganz ehrlich, ich finde eigentlich, das ist eins meiner Lieblings-Minigames. Ich finde das geil.
Das ist so gut. Ich liebe dieses Minigame. Hup. 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 Oh. Oh. So, so. Es fehlen noch ein paar. Ich will das supi. Ah, nein! Ah! Ich treffe ihn, bitte, danke. Ich will nicht explodieren. Hui. Es ist. Ich liebe das. Ich finde das so gut gemacht. Es ist so ein gutes Halloween-Event. Ich meine, es ist aller Schutzheiligen. Event. Da rennen die Kinder. Nein, Kinder! No. Ich muss danach mal kurz Pause machen, müssen wir auf Klo. Nach dem Internet aber erst. Da. Sie haben sich ja so Mühe gegeben damit, ne? Es ist so lustig. Oh. Da drin haben wir auch noch einer. Und das zweite ist auch sehr lustig. Das letzte finde ich am anstrengendsten, ehrlich gesagt. Top. So. Hallo, ich renne hier rum. Essen. Nom, 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 nom. Und dem Brechen. Nom. Oh. Food. Wir essen? Wir essen! Hier sagt, ich muss aufs Klo. Bayern, trink mehr! Bayern, das ist noch gut. Oh. Oh. Daumen. Das war nicht die richtige Richtung. Hoppala. Ah ja, bla bla. Oh, gewonnen. Das ist so gut. Das sind so gute Minigames, ich liebe es. So. Hey. Warte. Oh. Hey. Einfach ignorieren. Na, dann gehen wir weiter.
Immer den da oben? Hey. Zahlbefreite Seelen. Ich weiß gar nicht, gibt's eine Maximal? Weißt du ja, was die Maximalanzahl ist? Einfach hinter dem Geist durch. Da. Easy peasy. Du. 30. Okay. Au. Hilfe. Ah. Böser Geist. Da. 27. 28? 27. Sind wir bei 27. Ah, ich kann ja nicht rennen hier drin. Mist. Was hätte ich das da? Ist doof. Sind da hinten alle? Oh, 30. Oh. Ich muss, glaube ich, sogar alle 30 sammeln, dass es weitergeht, nicht? Ja, muss man. Ach, ist doof, wenn du eine verpasst. Passt, das ist ja voll. Bleh. Das ist hier nur los. Wow. Die Verbeugung. Gibt's ja nicht auch das Emote so? Hallo. Ah, Clown. Ich hab einfach vergessen so. Ja, du bleibst schon immer da. Hups. Warte, was? Einfach die ganzen Seelen nehmen, das Wichtigste. So. Waren wir die Seelen? Jetzt beginnt dann gleich mit dem lustigen Quatsch, ne? Ja, da fängt das schon an. Für Mund. Was ist denn wie das? Was ist das so ein komisches Muster hier? Okay. Wir haben 14. 15. 16. Es fehlen noch 10. Oh! Was? Bewusstloser Körper? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah! Was ist da los? Ist das eine. Kann man sterben? Oh. Ich bin die 2. Ah! Ja, man kann sterben. Okay, lol. So. Nice. Haha! Konfetti!
Yay! Konfetti! Das ist so gut. Yay! Yeah. Finde ich auch. Finde ich auch, Kia. Da, nimm du das. Yay! So, jetzt muss ich mal ganz kurz aufs Klo. Ich spring mal ganz kurz eben weg. Dann bin ich gleich wieder da. Pause-Screen. Bisschen. So, bin ich wieder. Hallo. So, wir haben 5:30. Können auch gucken, ob wir noch einen zweiten Dungeon schaffen. Oh, warte, ich muss eh zurück. Vor der Hauptstory. Und sonst würde ich dann sagen, war es das dann für heute mit weniger. Ich muss nach hinten zum Amphitheater. Dahin. Mal gucken, kann man hier das Ding abholen? Habe ich mich gerade. Was hier eintauschen? Nicht Garo-Zeremonie, nein. Nein. Vertragsvergütung, nein. Wo konnte man das Zeug eintauschen, hier das Kassadeur? Ich weiß das nicht mehr. Ah, das war Ding. Habe ich goldene? Ich habe goldene. Ich habe 25 goldene. Twintania-Schlüssel. Oh. Bernstein-Chocobo. Managam? Mondhund Managam.
Tvintania. Mal gucken. Okay, keine Ahnung, wo das einholen kann. Egal, whatever. I don't know. Finde schon wieder raus. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. Oder hinten. Bei den Errungenschaften. I don't know. Puh. Was für eine Erleichterung, dich zu sehen. Nicht, dass ich an Markus' Erfindung gezweifelt hätte. Nur mal ein Keks. Ich habe Keks. Oh, Keks wären geil. Ach, das ist also der berühmt-berüchtige Kürbiskeks. Das hast du tatsächlich einen bekommen. Wie ich immer, ich bin froh, dass die Laterne und das Seelenfängerwasser so gut gewirkt haben. Ich habe die Leute der Stadt übrigens vor dem Mann mit der roten Nase gewarnt und ihnen erklärt, dass sie auf keinen Fall seine Einlagen Folge leisten dürfen. All jene, für die meine Warnung zu spät kommt, werden wir von den Abenteurergilde zu Hilfe eilen. Jetzt, da es kein Zweifel mehr an der Wirksamkeit der Monster-Schrecklaterne und dem Seelenfängerwasser gibt, wird es uns mit deiner Hilfe bestimmt gelingen, alle verlorenen Seelen zu retten. Wo man das Outfit bekommt? Achso, das Kassadeur, ich weiß ja nicht. Oh nein, da hinten ist er wieder. Wuhu! All meine Freunde sind weg! Wuhu! Oh. Bitte weinen nicht, mein Kleiner. Papa wird's schon richten. Was fällt diesem Abenteurer eigentlich ein? Kreuzt mit seiner schrecklichen Laterne auf und verdirbt uns den ganzen Spaß. Schatzilein, beruhig dich. Außer dem Abenteurer besitzt bestimmt niemand eine solche Waffe. Ein alter Bekannter von mir hat mir außerdem den guten Rat gegeben, mich an einem zentralen Ort in der Stadt aufzustellen. Und lauthals für den Schlossbesuch zu werben, anstatt die Leute einzeln anzusprechen. Auf diese Weise lassen sich in kurzer Zeit viel mehr Leute anlocken. Ich werde diese Arbeit in unserem Diener überlassen. Du wirst sehen, es wird alles gut gehen. Deine Aufgabe ist es, möglichst viele ahnungslose Seelen zu uns zu führen. Verstanden? Ja, jawohl, mein Herr. Kürbishexe. Das wird bestimmt eine wundervolle Festnacht werden. Ich frage mich bloß, wer dieser alte Bekannte ist, der den Tipp gegeben hat. Ich halte es für sicherer, wenn wir das Schloss vorläufig im Auge behalten. Sobald der Mann mit der roten Nase sich zeigt, wird ihm eine Eliteeinheit der Abenteurergilde mit Markus Laterne einen lustigen Fallen bereiten. Okay, schon da. Ja gut, dachte ich mir, habe ich ja vorher gesagt. Falls der Clown zögern sollte, seine sichere Festung zu verlassen, kannst du vielleicht noch einmal hingehen, Kia, und ihm diese Entscheidung ein weniger zu erleichtern? Okay. Danke. Kriege ich den zurück. Keks. Boop, boop, boop. Genau. Ich mache es jetzt aber nicht nochmal. Ich mache das vielleicht offscreen, offstream. Das zweite Mal einfach für, ja, Stuff. Weil das ist schließlich, Sachen, die man bekommt. Du, 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 di, 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 da, 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 da. Das Zeug kommt also sonst noch nur in den Laden rein, also in den Cash-Shop, und da will ich auch nicht. Lieber die Sachen jetzt grabben. Okay, ich gehe mal kurz nach hinten. Ich will kurz das holen. Ich hätte eigentlich da lang gehen können. Egal, whatever. Weil das kann ich, glaube ich, auch dann in die Truhe legen, wenn es mir recht ist. Jetzt gibt es eigentlich nur zwei Dinge zu tun. Hallo.
Deine Leistungen beeindrucken mich mehr und mehr, Junge. Hier, lass diese Zertifikate Ausdruck meiner Bewunderung sein. Denke nicht, es sind wertlose Papiere. Ich gebe dir gute Gegenstände dafür. Okay. Goblin-Kappe. Schokomoppelmütze. Bunte Haarschleife! Also. Oh Gott, ist das klein. Ich will alles anlegen, danke. Bunte Haar! Oh boy, das ist wirklich bunt. Holy shit. Okay. Könnt ihr irgendwas anderes? Nee, ich möchte die Kassadeursachen eintauschen eigentlich. Die mag ich nicht gut, das Glaube. Kann ich noch nicht? Hä? Okay. Ich möchte aber die Kassadeursachen eintauschen, was? Ich glaube, ich kann noch nicht. Das da kann ich benutzen. Aber zwar noch keine Dinge, aber das kann ich auch benutzen. Ha! Darf ich nicht. Ja, Bein, das ist der Typ, wo die Folge abgibt. Errungenschaften. Aber ich darf nicht, ne? Okay. Dann gehen wir zu Mune und machen noch den zweiten Dungeon. Nur, dass wir den reinkloppen können noch. Vielleicht schaffen wir noch die Pikinier-Quest. Die Level-20-Quest. Müssen wir gucken. Und da darüber. Dubdi-dubdi-du. Hui. So. Ja. Yep. Hallo. Nimm noch bitte Platz. Du wirst sofort bei die. Ach, du bist es, Kia. Schön, dich wiederzusehen. Diesmal kommst du auf Baderons Empfehlung nach Kridania. Der schmierige Deckenhai hat einen Abenteurer angekündigt, aber ich hätte nicht mit dir gerechnet. Was für eine freudige Überraschung. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atme erst einmal tief durch. Du hast eine lange Reise hinter dir. Ah, okay. Okay, genug geatmet. Hallo. Zweiter Dungeon, los! Gut, wenn du bereit bist, können wir ja mit der Verzeihung, Mune. Ich störe nur ungern, aber die Zeit drängt. Hat sich immer noch kein Freiwilliger bereit erklärt? Ah, guten Abend, werter Levin. Wie schön, dich zu sehen. Auch wenn der Anlass eines Besuchs einen trüben Schatten auf unseren Begegnung wirft. Doch du kommst gerade recht. Dieser tapfere Recke will sich unseres Problems annehmen. Genug atmet. Ich halte mir Luft an. Wir sind nicht in der Rabanastre, bitte. Drück bitte weiter. Danke. Oh, das freut mich für wahr. Kiaraka, du hast Grilania schon einige Dienste erwiesen. Zu dir habe ich vollstes Vertrauen. Verzeih mir, wenn ich mich kurz fasse, aber die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern. Mitten im tiefen Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte, welche der Toten Akka Tamtara genannt wird. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zur Zeit der Gelmora angelegt, doch auch wir Kridania haben dort unsere Toten bestattet. Bisher war es stets ein Ort des Friedens und der Ruhe. Nun jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sich Anfänger eines dunklen Kults in der Anlage herumtreiben.
Augenzeugen berichten lassen und darauf schließen, dass es sich bei den Kultisten um die sogenannten Jünger Dalamuts handelt, die während der 7. Katastrophe plötzlich aufkamen, um den Mond Dalamut anzubeten. Sie wollten das Werk der Zerstörung, das ihr Gott begonnen hat, in seinem Namen vollenden. Dafür steckten sie vor keiner Grausamkeit zurück. Unter normalen Umständen würde es natürlich Nofikas Schar obliegen, die Jünger Dalamuts zu vertreiben. Und liebend gern würde ich ihnen umgehend meine besten Leute auf den Hals heizen. Aber die Katastrophe hat unsere Reihen stark dezimiert und die wenigen Überlebenden sind damit beschäftigt, die Ixal in Schach zu halten. Seit dem Zwischenfall am Wächterbaum, den du zum Glück geklärt hast, haben die Ixal keine Ruhe gegeben, sondern im Gegenteil ihre Aktivitäten verstärkt. Sie können jederzeit wieder zuschlagen. Da unsere Einsatzkräfte gebunden sind, brauchen wir Hilfe, Kia. Zu dir habe ich vollstes Vertrauen. Kannst du dich bitte um die Jünger Dalamuts kümmern? Okay. Danke, damit fällt mir ein Stein vom Herzen. Das wird ein Kinderspiel, sage ich dir. Also bereite dich gut auf den Einsatz vor. Gehe dann zum Toten Acker und sprich mit dem Soldaten von Nofikas Schar, der dort am Eingang Wache steht. Er wird dir weitere Informationen geben. Viel Erfolg. Pass gut auf dich auf, hörst du? Möge der Urkristall dich leiten. So langsam ist genug geredet. So, dann gehen wir mal dahin. Toten ab Kertem Tara. Ich muss hier Möben eigentlich oben haben. Rage Attack habe ich bisher auch nie gebraucht. Da. Gehen wir mal dahin. Durch den ganzen Wald rennen. Oi, oi, oi. Das machen wir gut. Je nachdem, wie lang die Queue ist, machen wir vielleicht auch die Dings nicht mehr. Ja, doch, zwar. Ist eigentlich nicht wieder so knapp aufhöre wie das letzte Mal. Letztes Mal habe ich halt irgendwie erst um 7 aufgehört. Das ist einfach ein bisschen knapp war. Mit 19:30 Raid. Und sonst muss ich ja wieder anfangen, Raid zu streamen. Sonst. Einfach durchgehend streamen für immer. Nee, will ich nicht. Greift er mich jetzt nicht mehr an? Oh, ich bin 10 Level 2. Ja, ich bin 12 Level 2. Hoi. Wir sind schon Level 22. Was ist da los? Holy shit. Ich level ja weg. Gut, ich habe natürlich auch noch da. Ich level ein bisschen krass gerade. Vielleicht. 24/7 streamen. Ja klar, immer. Ich streame mein ganzes Leben jetzt. So. Wir sind fast da. Nicht mehr weit. Wir schaffen es, okay? Believe. Renne einmal durch das ganze Gebiet. Hui. Wie man das so tut. Huch. Das ist wirklich komisch. So. Hier ran vorbei und da vorne. Unten sind es, glaube ich. Sind die unten drin? Ich glaube. Die Ruhe der Toten. Toten Akatamtara. Ich glaube, die sind unten drin. Oh ja. Oh. Okay, du magst mich nicht. Das ist okay. Ah, du bist Level 12. Das ist genau 10 Level Unterschied, okay. Aber guck mal. Ach, wie gut, dass ich auf dem Weg hier ein paar Früchte gesammelt hatte. Wer weiß, was sonst aus dem guten Isildur geworden wäre. Sobald er ein Ziel vor Augen hat, vergisst er oft alles andere. Leider auch seine eigenen Bedürfnisse. Ich verstehe ja, dass er auf seinen alten Tage noch möglichst viel erleben will. Aber es ist nun mal nicht mehr der Jüngste. Oh.
Vor lauter Eifer Neues zu entdecken, habe ich ganz vergessen, mich vorher anständig zu stärken. Ohne die Früchte von Aliane für uns gefunden hat, wäre mein Abenteurerleben bereits Geschichte. Das wird meine Lehre sein, mehr auf meinen Magen zu hören, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so das unterschwellige Hint von wegen, ist doch Food vor dem Raid. Da vorne stehen sie. Leuchtkäfer. Hallo. Kiaraka, nicht wahr? Danke, dass du uns helfen willst. Wie du sicher bereits weißt, sollst du die Jünger Dalamuts aus dem toten Akatamtara vertreiben. Die Jünger Dalamuts sind fanatische Wirrköpfe, die den Weltuntergang verherrlichen. Soweit wir wissen, traten sie zuerst gegen Ende der sechsten Ära des Lichts in Erscheinung. Als der Mund Dalamut auf Eosea zuraste, sahen sie in ihm ihren Erlöser, der ihren weltlichen Leiden ein gnädiges Ende bereitet und die Welt säubern würde. Du kannst dir vorstellen, wie enttäuscht sie waren, als Dalamut in tausend Stücke zerbarst, bevor er auf Eosea einschlagen konnte. Eigentlich könnte man erwarten, dass sich die Angelegenheiten damit erledigt hätte. Aber ganz im Gegenteil, steigerte das den Hass der Kultisten. Die Jünger Dalamuts stehen sich durch die Helden von Kartano um ihre Erlösung beraubt und sinnen dafür auf Rache. Ich weiß nicht, was sie im toten Akatamtara treiben, aber es ist ganz gewiss nichts Gutes. Bitte, vertreibe die Kultisten aus der Grabstätte und schenke den Toten ihre wohlverdiente Ruhe. Okay. So, dann machen wir den zweiten Dungeon. Ich kann den Zufallsinhalt, ich kann Stufensteigerung gehen, yay! Okay. Wie schön. Stufensteigerung mit zwei Dungeons, wie schön. Ja, ich will wieder rauslaufen. Siehst mich nicht! Ja, mit denen nur reden. Asian, wen haben wir denn da? So bewegen wir uns also wieder. Dieses Taschenhöhlen konntest du für dich beanspruchen. Aber dieses Mal lassen wir uns nicht so leicht ausstechen. Denk an meine Worte. Okay. Genau, denke einfach an den Ruhm, der uns winkt. Dann sind die Strapazen schnell vergessen. Ich hasse Gräber und Leichen. Da läuft mir immer ein kalter Schauer über den Rücken. Aber was tut man nicht alles für den Erfolg? So. Okay. Ich glaube, ja, schon. Wenn du meinst. Junge Dame. Kann man da in das Gebäude rein? Nee. Zu. Warum ist schon wieder keine Musik? Irgendwie nicht verwirrt, wie selten hier Musik läuft. Was Cry, hä? Okay. Bayern Cry. Auge. Nix Cry, hä? Oh, ich liebe es, Stuff im Auge zu haben. Das ist angenehm. Ah. Kann ich schon mal auf Weg zurückgehen, weil wir eh dann nachher das abgeben müssen, glaube ich. Was Wein? Ich habe nichts von Wein. Hä? Was? Das ist nicht, was du meinst. Ich bin verwirrt. Oh. Wirklich mal gucken, wo man das aus. Und das Kassadeurszeug austauschen kann. Wo kann man die denn austauschen?
Ah, man kann es in einem Mordona umtauschen. Okay. Das tauscht man in Mordona um. Ja, dann, gut. Gerade kann ich doch nicht so viel tun. Das hat das Doofe, ne? Wenn du halt DD spielst, ne? Das ist doof. Cries in Melee. Cries in DD, I guess. So halt einfach halt lange Wartezeiten hast. Ich könnte theoretisch schon mal anfangen, die Pionier-Quest zu machen. Ich hoffe einfach, dass es währenddessen nicht poppt, die Queue. Nicht Melee, DD-Queues. Nicht Melee. DD. Das betrifft alle DDs. Dummerweise. Deswegen halt meistens, wenn ich Sachen machen, kühe ich halt gerne als Tank, weil halt Tank ist einfach schneller. So. Ja, solange die Queue ist, haben wir schon Zeit. Werden wir vermutlich dann wieder, wenn wir vor dem Dungeon in Dings stehen, können wir ja da noch Raubans Story lesen. Ich da eh warten muss. Wird sich gerade so ergeben, irgendwie. Das zusammennehmen. Sonst geht Stories gelesen werden, wenn eh auch Wartezeiten sind. Das wäre es, wie wenn wir etwas zu tun haben mit den Wartezeiten. Man muss sich halt direkt anfangen, wenn ich queue, weil sonst reicht es halt trotzdem nicht, weil es halt vom Lesen her trotzdem sonst zu lang wäre. Ja, ist okay. Das ist okay. Ja, aber ich denke, ja, wenn wir jetzt noch einen Teil davon schaffen, dann kann es vielleicht reichen. Zeitlich. Mal gucken. So. Hallo! Was haben wir denn da für Stuff? Es ist besseres Stuff. Es ist Level 20. Okay. Oh, der Helm ist besser. Die Waffe ist auch gut. Okay. Hallo, schön dich wiederzusehen. Bist du bereit für eine neue Lektion? Ich habe eine Prüfung für dich, bei der du deinen Mut weiterentwickeln kannst. Allerdings ist diese Prüfung um einiges gefährlicher als alle bisherigen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob du den Auftrag gewachsen bist. Deshalb möchte ich, dass du erst einen Übungskampf hier in der Halle gegen drei unserer besten Kämpfer austrägst. Ich gebe den Befehl zum Wechseln, also musst du dich nicht zurückhalten. Begib dich in die Ausgangsstellung, wenn du bereit bist, dann kann der Kampf sofort beginnen. Ja, nee, geht nicht. Okay. Das wird nicht mit der Klassenquest. Weil das ist ein Inhalt, kann ich nicht machen. Bin der Q. Dann warten wir hier halt, machen das halt nach Tamtara. Boah, es ist gerade wieder scheiße kalt. Warte, ich nehme meine Jacke wieder. Jacke, komm zurück. Ich hab doch wieder kalt. Oh. Yeah. Ich spiele da doch irgendwie dafür mit Tank durch, ey. Da wird sie ja mein Tank. Schreiben die da schon wieder in den Chat. 8000 Gilde müsste genug sein. Bin ich eigentlich, kann ich eigentlich in den Neulingschat? Nicht? Nein? Boah. Es ist viel kalt. Bleh. Ich mag nicht, dass es kalt ist.
Eieiei, komm schon, Leute, 8 Minuten sind durch. Ich möchte kämpfen. Ich möchte Dungeon. Give me Dungeon. Ja, das Spiel. Es lädt immer noch ein bisschen, ne? Mal gucken. Es braucht noch so viel. Ja. Ja, Final Fantasy braucht schon viel CPU, das ist doof. Aber irgendwie auch. Was da? Ich weiß auch nicht. Muss ich das dazu machen? Hilft das vielleicht? Weiß nicht. Ah! Ups. Das Bi-Controller, High-Controller. Hochala. Das wollte ich nicht. Wo sind die ganzen deutschen Spielen? Help. Send help. Ah, warte, ich muss das Ding aufstellen. Was mache ich? Ich habe an meinen Controller reingetutscht. Ich wollte noch das Ding ausstellen. Charakterkonfiguration. Bereits gesehene Videosequenzen für Inhalte überspringen. Bereits gesehene Sequenzen für Transportmittel überspringen. Ja. Das ist okay. Oh, ich wollte noch Dings umstellen. Warte, nein, ich wollte noch was mehr machen. Hab ich Gegner? Gegner? Ah, was für eine Farbe habe ich umgestellt, ist die Frage. Je mehr so, glaube ich. Irgendwie so. Glaube ich. Bin nicht sicher. Kann sein. Huch. Was ist mit der Q los? Holy shit. Die wird nicht besser. Mag mir jemand helfen kommen? Sonst geht es noch lange. Ich hasse, dass man nichts daneben tun kann, wenn man wie Q wartet. Ich hab wirklich keinen Bock. Da ist er. Er hat nur 12 Minuten gedauert. Holy shit. Wo sind wir hier gelandet? Toten Akatamtara. Hello, first time. Nur meckern. Ich meckere aber schon seit ganzer Zeit rum. Ach, so viele Neulinge. Da denkst du, oh shit. Bin ich sicher nicht. Ich habe da eine andere Farbe eingestellt. Ich muss das mal nachher überprüfen, was ich bei meinem, oh shit, meinem Charakter eingestellt habe. Junge, ich habe keine AOE, das wird absolute Katastrophe. Ich habe absolut keine AOE, also das ist jetzt einfach scheiße.
Juhu. Gut, ist ja ein Warrior, dem ist es egal. Low-Level Warrior ist das auch egal. Immerhin, ne? Ich meine, ja, Aisra ist jetzt sinnvoll bei irgendwie 10 Gegnern. Danke für die Kampfmusik jetzt. Ja. Einmal. Boop. Ist ein bisschen mühsam, wenn man kein AOE hat, ey. Ist schlimm. Jupp. Okay. Nice. Oh, ich hab gar keinen Buff mehr. Zum Glück habe ich keine Position ist momentan. Das ist super. Ich mag nämlich keine Position. Sie sind doof. Ja, stimmt irgendwie da. I don't know. Ah, Buff ist abgelaufen. Mist! Damn it! ich und Buff Times ist gegarnert. Das ist besser. Das ist, nee, das ist Tank. Okay. Dann nein. Hey, come on! Komm da ran! Hä? Come on! Das ist so schön, da war der Black Mage so, ja, ich mache jetzt AOE. Und ich so, ich habe kein Single Target. Hui! Ich mache an einem Gegner Damage, wie schön. Immer Damage an 1 Gegnern. Oh. Hm, sehe ich wieder nichts. Das ist doof an anderen Dungeons, wenn man nichts sieht, ne? Warum zieht er die auch die ganze Zeit ein Stück weiter? Ah. Oh. Oh, mein Auge pilz. Okay, Buff läuft gleich aus. Hab ich meine. Doch, die sind gelockt. Ich war gerade verwirrt, ob sie wirklich gelockt wären. Ein bisschen rumlaufen, weil ich lustig bin. Buff, whee! Also tun, als ob ich Positionless habe. Ich kann mich auch hinstellen, aber das Gefühl, Leute, ich bin Noob. So, wir haben nochmal Tankhosen. Magier, Handschuhe. Geschick, Crit, Schnelligkeit, Direct. Wieder auf. Ja, also es ist schon ein bisschen krass. Ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe einen Neulingsring, den ich jetzt anhabe, der mir EP-Buff gibt. EP-Boost. Und ich habe halt auch nochmal nur 4Ks Ohrring an, dann bist du auf Level 70. Level 70? Bist du auf Level 80? 80? 80? Nee, 80. Müsste 80 sein. Bist du auf Level 80 einen Boost gibt. Also Probleme zu haben, zu leveln, habe ich das definitiv nicht. Sollte ich nicht haben. Es sollte kein einziges Mal an den Punkt kommen, wo ich unterlevelt bin, eigentlich. Ich werde vermutlich viel zu schnell leveln.
Was aber auch gut ist, wenn ich dann halt eine andere Klasse aufpicke. Also wenn ich halt gerade, wenn ich Dark Knight anfange, wird Dark Knight halt natürlich dann erstmal 20 Level unter dem Level ist, was ich eigentlich brauchte für die Hauptstory. Was ja nicht okay ist. Das ist ein bisschen doof. Ist ja mittlerweile angenehmer mit dem Ja, gut, bis halt einfach Ja, bis halt 10 Level unter dem letzten maximalen. Das heißt, bis 20 Level unter dem neuen Max-Level. Weil halt Heaven's Sword war halt so, ja gut, bis halt 30 Level unter dem Max-Level. Das war halt so, hey, oh, gut. War ein bisschen viel irgendwie. Naja. Dafür gibt's eine ganz gute Klassenquest. Ist okay. Meiner. I don't feel so good. Da ist der Tank gestorben. Ich kämpfe hier gegen einen Gegner. Und die versuchen einzelne Gegner wegzunehmen. Ich kann halt keine Aggro-Gegner reden, ne? Come on! Ich will Aggro generieren, das funktioniert nicht. Was ist Aggro? Easy. Oh. easy. Das war ein lustiger Dungeon Pull, ja. Ah, da steht noch einer. Was stehst du da, hä? Geht's dir gut? Steht aber ein Typ in der Ecke. Magst du die Ecke? How dare you? Also aber gut gegengeheilt, ehrlich gesagt. Stehen wir eigentlich schon vor dem letzten Boss. Warte, wir stehen vor dem letzten Boss schon? Ja, wir stehen vor dem letzten Boss. Oh. Ja, das ging schnell. Hast du nicht so lange Dungeon. So. Cutscene. Wagt es mich aus dem Nichts zu rufen. Es ist Cthulhu! ich bin in der Ecke verhängen geblieben. Wow, danke fürs Warten, ihr absolute Arschgesicht. Warum warten Leute nicht? Muss ich jetzt legit anfangen zu schreiben, Hello First Time, damit die Leute checken, bitte wartet. Sollte man doch als Tank merken. Stehe ich ja vor dem Boss, ist okay.
Tunnel rein. Oh, nix. Ich habe den LB gar nicht in der Leiste, fällt mir auf. Nicht mal, wenn ich wollte, könnte ich LB'en. Naja, warum eh nicht. So. Mal gucken, ob wir das dann noch machen können. Kurz denn... Klassenquest? Geplünderten Stock. Doch, Stock. Stock, Ast, Tock. Stock, Ast, Tock. Und so. Nicht der. Nein, oh. Tja, ja. geh ja, raus. Gut. Amazing. Eine Brille. Ah! Ich will dir zeigen lassen. Yay! Okay, was war das? Stock! Warte, mein Inventar ist voll. Huch. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll? Warum hat es mir gesagt, mein Inventar ist möglicherweise voll? Wie soll mein Inventar voll sein? Was hat es mir gesagt? Du konntest das Beutegut nicht erhalten. Möglicherweise ist kein Platz im Inventar. Wo ist da kein Platz? Erzähl mal. Was? 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 Du konntest den geplündeten Stock nicht erhalten. Das ist ein geplündeter Stock. Was? Ich verstehe nicht. Ist mir egal. Gut, wir machen ihn halt. Weirde Sachen, die passieren, I guess. Oh no. Okay. Ah. So. Kann man nur die Klassenquest machen. Sterb! Wups. Der Mund gebracht. Oh nein. Ich finde den Move voll gut. Drachengriffe sind ein cooler Move. Ich mag den. Okay. Umgebracht. Was? Der ist da. Hallo. Ja, oh, mach Crit hoch. Na, ich sehe. Ja, der hat wieder keine Chance. So nehme ich. Wenn er so nehme ich. Moment. So nehme ich. Danke. Ah! Halt, das reicht. Hallo. Oh nein, das ist K.O. auf dem Boden. Das reicht. Gut gekämpft, Kia. Dankeschön. Ich bin ein bisschen overleveled, tut mir leid. Du beherrschst die Kampftechniken einwandfrei. Kommen wir also nun zur eigentlichen Prüfung. Du hast bereits mehrfach deinen Mut bewiesen. Die nächste Aufgabe jedoch ist besonders gefährlich. Dein Leben wird auf dem Messers Schneide stehen. Wirst du es dennoch wagen? Yes. Was für eine Enttäuschung. Du schon wieder. Ich bin hier, um zu sehen, wie sich mein werter Freund entwickelt. Schließlich hat er von allen Pikinären das größte Potenzial, wahren Mut zu entwickeln. Doch nun sehe ich, dass meine wohlmeinenden Worte nicht zu ihm durchgedrungen sind.
erfolgt immer noch diesem feigen Bande von Möchtegern-Pikinieren. Offensichtlich wird es Zeit, ein Exempel zu statuieren. Fulkes, für ein Pikinier pflegst du erstaunlich schlechte Umgangsformen. Warum bringst du unserer Gilde so viel Verachtung entgegen? Weil ich Feiglinge verachte und die Gilde aus Feiglingen besteht. Du legst es wirklich darauf an, dass dir mal jemand gutes Benehmen beibringt. Nun denn, das kannst du haben. Kiaraka wird gegen dich antreten. Als mein Schüler genießt er mein vollstes Vertrauen. Niemand sonst wäre besser geeignet, die Ehre der Pikiniergilde zu verteidigen. Das soll mir recht sein. Ich nehme die Herausforderung an. Wie lautet die Bedingung? Ich würde Kiaraka gerade eine neue Aufgabe stellen. Nun stelle ich sie euch beiden. Wer sie als erstes erfüllt, hat den Wettstreit gewonnen. Geht zur Brombeerlichtung im Ostwald und beweist dort euren Mut, indem ihr den König der Keiler die Stirn bietet. Der König der Keiler ist ein uralter, besonders wilder Eber, der über die Brombeerlichtung herrscht. Wenn ihr ihm gegenübersteht, werden wir ja sehen, wer von euch das Herz in der Ruhe... Wem von euch das Herz in die Hose rutscht. Um ihn auf die Lichtung zu locken, müsst ihr dort zuerst wilde Keiler erlegen und 10 blutige Hauer sammeln. Diese legt ihr dann auf einen zertrampelten Pfad im hinteren Teil des Waldes aus. Der Blutgeruch wird den König der Keiler umgehend ködern. Habt ihr alles genau verstanden? Ja. Keine Fragen? Gut. Dann möge der Mutige gewinnen. Dueling! Haha! Habe ich einen Teleportpunkt? Habe ich zum Glück schon geholt. Dann geht's gut, dann bin ich hin. Renn, Kia, renn! So, ich muss hier die Keiler. Da. Ah, in den Arsch gepiekst. Was? Ja. Einmal. Hier muss ich 10 killen. Natürlich kriege ich nur einen Hauerpudding. Oi, oi, oi. Ups. Regen kann ich mich auch. Wir sind schon fast Level 25. Kann ja direkt weitermachen mit der nächsten. Und nach der. Wir sind overlevelt. Das Gefühl. Gehen wir mal nach hinten. Ich glaube, da rennen ein paar mehr rum. Oder? Nicht wirklich. Nee, okay. Geh mal zurück. Okay, das könnte jetzt dauern. Ah, da hinten hat's 2. Ja, normal. Wie gesagt, ich habe bisschen. Ich habe ja EP-Boost leider. Also leider. Ich habe ziemlich einen EP-Boost auf dem Charakter. So. So, spawnen die dann wieder? Ich glaube 5. Das ist halt das Dumme, ne? Ich muss nicht warten, bis die wieder spawnen. Auf der anderen Seite noch. Sind da welche gespawnt? Oh, da sind gespawnt. Sind jetzt 2. Immer die verkloppen. So. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich früher viel, viel länger brauchte. Also, nicht nur das Gefühl, es war halt so. Viel länger braucht, um zu leveln. Ging gar nicht so schnell. Okay, da vorne ist noch einer. Ja, grunzt mich nicht an. Okay.
Ah, jetzt sind sie auch wieder gespawnt. Nice. Und das hier für ein Loch? Holy shit. Ist mir noch nie aufgefallen. Nein. 8, 9, das wäre 10. So. Und da ist die 10. Ich weiß gar nicht, wo ich das dann ablegen muss. Da oben? Da? Ich weiß es nicht. Könnte gut sein, dass ich den anderen besser erlegt hätte und es da ablegen muss. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen zu lange her. Ich mag mich nicht daran erinnern. Habe ich die 10? Okay, nee, sie ist direkt da. Das ist okay. Da hinten. Ah, da. Hab ich gesehen. Mal dahin. Die 10 Hauer hin. Bitte. Jetzt ist dann hin halt. Oh nein. Oh. Da ist er klein. Hi. Warum haben die eigentlich da Verzierungen drauf, hä? Okay. Lass mal kurz die Kleinen töten. Die nerven nämlich sonst nur. Huch. Ja, die kommen wieder. Okay, dann nehmen wir meine. Yes. Bringt es das, wenn ich die Kleinen töte? Kommen die nicht einfach wieder? Drückt ihr euch bitte nicht aneinander weg. Das wäre ja nett. Eine Wasserhexagon? Oi. Okay, ich glaube, das sind das Leben von irgendwohin, was kommt. Stirb, Hexagon. Easy peasy. Drachengriff. Okay, verloren. Upsi. Und der ist schon wieder für den Diebasch drauf. Ah. Kannst du bitte aufhören, ihn zu killen? So. Ich werde es dir zeigen. Und er so. Ne? Oh nein. Oh nein! Ah, stimmt, das waren. Das stehe ich davor, weil ich cool bin. Haha! Ja, aber davor steht er so. Du bist cool! Halt ein, König der Keiler. Vergib uns unserem Frevel. Wir werden dein Reich nicht weiter beheiligen. Goodbye!
Wie mir scheint, hast du den Wettstreit gewonnen, Kia. Habt ihr verstanden, wie dumm es ist, sich unnötig in Gefahr zu begeben? Feiger Narr. Oh. Legasp. Wer ist hier feige? Goodbye. Kia, vergiss ihn. Er ist deine Aufmerksamkeit nicht wert. Lass uns zur Gilde zurückkehren. Okay. Ey. Und die Quest abgeben. Das ist schon 30. 18:30. Perfekt. So, gehen wir zur Pikini-Gilde. Dann, wenn wir die abgeben, könnten wir theoretisch die andere annehmen. Im Kampf warst du dem König der Keile hoffnungslos unterlegen gewesen. Hättest du ihm gegenüber Furcht gezeigt, hätte er dich mit seinen Hauern verletzt. Doch du hattest keine Angst, deine Angst unter Kontrolle und warst wild entschlossen. Deshalb hat der alte Keiler dein Leben verschont. Kia, dein Mut ist beeindruckend. Fulke hat nun hoffentlich auch endlich begriffen, dass Mut etwas anderes als Tollkühnheit ist. Ich bin gespannt, ob er sich noch einmal blicken lässt. Für heute hast du genug geleistet. Noch der Tag, an dem ich wieder deine Hilfe brauche, wird kommen, so in 2 Sekunden. Ist nichts besser. Also. Jetzt! Okay, nee, lass mal das. Machen wir später. So. Aber. Ich mache für jetzt Schluss, weil es ist spät und ich muss noch irgendwas essen, bevor ich dann raide und so. Mal gucken, ob ich geh ins Zimmer. Gästezimmer beziehen. So. Dann die Login-Animation angucken. Ich möchte gucken, wie er sich ausloggt. So. Oh, Nachti. Oh, ich schlaf. So, dann, den Quick einfach rüber zu. Ist Kitty noch live? Geh aber rüber zu Kitty. Bis Raid. Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Bis nachher zum Raid und alles. Und so, Stuff. Goodbye.